Hallo, liebe Community auf dem Channel vom PVB OK. Servus, grüßt euch. Ja, ich hatte bei der dritten Mission auch den Fehler gemacht, dass ich recht bald das Hauptziel erledigt hatte. Das heißt, die Kanone vernichtet hatte und dann war das Spiel ruckzuck vorbei. Also werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir erst einmal die Nebenmissionen machen. Deswegen spiele ich jetzt diese dritte Mission, die sich Viadukt Reclinio nennt. Noch einmal neu durchspielen, damit ihr ein bisschen mehr seht, als wie das, was ich vorher geschafft hatte. Gut, dann sprechen wir hier erst einmal mit den einheimischen Rebellen. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Ja, dann gehen wir mal zu ihr, zur Anführerin. Was hat die zu sagen? Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test, ob ich ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ja, gute Frage. Warum hat sie das mit ihren Kumpels nicht alleine gemacht, ne? Warum muss ich das jetzt alleine bereinigen? Ja gut, das ist halt so, ne? Und auf die Alliierten ist er auch nicht unbedingt allzu gut zu sprechen. Jetzt gehen wir zu unserem Verbündeten, zu unserem Weaver. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Ja, der Kompass scheint wohl auch nicht richtig zu funktionieren, sonst hätte er nicht draufgeklopft. Obwohl, die bleiben ja auch manchmal ein bisschen hängen, ne? Jo, dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Munition uns noch einstecken können. Jawohl. Dann werden wir mal unser Hauptquartier Rotfuchs rufen. An Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über Reggilino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Ja, naja, dann geht's mal auf, den ich mal sagen. Und dann drücken wir mal die R-Taste. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Bloß wie? Ja, das ist die gute Frage. Und deswegen sind wir... Das ist genug, um meine Schüsse zu tarnen. Deswegen sind wir ja hier und wir schauen mal, was wir von hier oben alles ausmachen können.
schauen wir erst einmal mit dem Glasl fern, ne? Was wir so alles sehen. Auf jeden Fall ist da mal ein Scharfschütze. Und da hätten wir hier welche. Dann hätten wir hier was zum in die Luft sprengen. Da hätten wir was in die Luft zu sprengen. Da ist ein Feind. Dann schauen wir mal, ob wir noch mehr finden von diesen lieben Leutchen. Wir hätten da was, um in die Luft zu sprengen. Da ist einer. Da ist einer. Da hinten ist einer. Mal schauen, was da noch so alles rumlümmelt. Ah, weiter ranzoomen geht nicht. Wir schauen ein bisschen gegen die Sonne, das ist natürlich ungünstig. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier das Beste geben, was wir haben. Nämlich tödliche Schüsse abgeben. So, jetzt müsste man natürlich sich notieren, wann diese dicke Bertha hier, die ja eingesetzt worden ist im Zweiten Weltkrieg, immer so schießt, alle wie viele Minuten. Und dann könnte man ja dementsprechend sich Ziele raussuchen. Ja, ich glaube, wir werden da mal anfangen, ne? Ja, jetzt komme ich an das da gar nicht so richtig ran, ne? Warum nicht? Der ist schon wieder zu weit weg. Ja? Na, werden wir noch mal ein bisschen warten. Der hat jetzt geschossen. Die dicke Bertha. Der steht möglicherweise auch zu weit weg, oder? Schauen wir mal. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es den erwischt hat, ne? So, dann haben wir da noch ein paar. So, mal schauen, ob wir den irgendwie erwischen können. Der mit seinem Kopf, den kriegen wir nicht ganz, nein. Dann gehen wir mal hier auf die Plattform. Ob wir da... Nee, wir werden es anders machen. Wir werden uns mal hier legen. Legen, habe ich gesagt. Eieiei. Okay. Der Herr Scharfschütze. Auf jeden Fall hat der die längste Zeit scharf geschossen, schätze ich einmal. Der hat sich natürlich noch so gut versteckt, dass wir an den ja auch rankommen. Gut. Okay.
Der sollte auch kein Problem mehr darstellen. Habe ich den jetzt nicht getötet? Ja, dann haben wir daneben geschießt, ne? Den ich mal sagen. Not dickes Ei. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Einen Lebertreffer. Das heißt also, der hat kein Leben mehr, ne? So, du wirst da auch nicht mehr lang leben. Jetzt haben wir das erst einmal hinüber gemacht, was soweit uns möglich gewesen ist. Haben wir da noch mal irgendetwas? Nee. Da kann ich machen, was ich will. Mehr sehe ich momentan hier nicht. Tja, dann werden wir wohl aufstehen und laufen. Nein, wir kraxeln da erst einmal runter, schön gemütlich. Wir haben ja eigentlich Zeit. Es passiert uns ja nicht. Na, du sollst doch runtergehen. Also das ist auch so ein komischer Kerl. Da wenn du die S-Taste drückst und guckst in die verkehrte Richtung, dann läuft der nach oben. Und dann orientieren wir uns mal auf der Karte. Das heißt, wir sollen den Piloten finden und wir sollen das Flugzeug ausfindig machen. Und jetzt schauen wir mal nach den Primärzielen, also demoliere das Eisenbahngeschütz. Das heißt, das dürfen wir erst zum Schluss machen. Finde den abgeschossenen amerikanischen Piloten, finde das abgestürzte Flugzeug, die ganzen Lager, nur sauber, na, da haben wir was zu tun. Zerstöre das Transportlager der Nazis, finde und zerstöre ein weiteres Munitionslager, finde das Munitionslager und zerstöre es. Deutsche Checkpoints räumen, zerstöre das Sonder-Kfz Panzerspähwagen. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit dem Flugzeug an. Ne? Sollten wir uns einfach mal, ja, das haben wir schon markiert. Ja, genau. Flugzeug ausfindig machen. Okay, na gut, dann geht's mal zu dem Flugzeug, in der Hoffnung, wir finden es. So, da geht's jetzt hier über einen Fluss. Und schauen wir doch mal hier hinab, wie das ausschaut hier. In dieser Klamm. Ja, schaut doch sehr schön aus, ne? Okay. Alles klar. Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich gehe mal davon aus, dass da so gut wie nichts klar ist. Nehmen wir mal unser Fernglas. Und schauen mal, was wir so alles sehen. Also wir könnten das zerstören. Wir könnten dieses zerstören. Da hätten wir was zum Zerstören. Was machen die denn da schon wieder? Boss? Beth? Du bist immer so optimistisch. Da hätten wir einen. Da hätten wir einen. Mhm.
Haben wir da drüben noch welche? Da hätten wir einen. Okay. Moment! Ja, nix, Moment. Ich geh doch schon. Ja, dann laufen wir mal hier rüber auf diese Seite von dem Stein oder von dem Felsen. Und schauen wir mal, ob wir da noch etwas sehen. Wir bleiben mal hinter dem Baum. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Was wir da noch alles so finden und sehen. Da gibt es auch irgendwas zum Zerstören. Da hinten ist doch einer, ne? Da hätten wir auch was zum Zerstören. Na gut, dann haben wir ja eigentlich erstmal genug gesehen. Wir könnten mal versuchen. Ja, was könnten wir denn versuchen? Schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben 2 von diesen Handgranaten. Okay. Das heißt, ja, wenn die sich normal mal so treffen würden, ne? Das wäre natürlich ja nicht undumm. Da hinten ist ja nochmal einer. Ganz da hinten ist ja nochmal einer. Okay. Soweit kann ich gar nicht werfen. Das ist untum. Nö. Soweit kann ich nicht werfen. Und die kommen aber auch nicht irgendwie näher, oder? Das war natürlich schlecht von mir. Jetzt haben wir natürlich keine mehr. Hilft alles nichts.
Dann werden wir halt einfach schießen müssen, ne? Ist alles nix. Die wollen es nicht anders. Das war der Eiserne. Deckung aufgeflogen. Ja gut, okay. Hilft alles nichts. Ah. Jetzt haben wir noch recht gut die ganze Sache überstanden. Und dann fangen wir mal das Looten an. Und beobachten aber dabei die Gegend. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Schaut da noch mehr Sinn. Wie es ausschaut, nicht. Oh, da schaut es ja gut aus. Gibt's Holz? Und was? Etwas looten. Das wird sehr nützlich sein. Und dafür müsst ihr bluten. Da hinten sind ein ganzer Haufen, das ist natürlich auch nicht schön. Puff, 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 puff. Machen wir mal ein bisschen Rampazotti hier, nicht? Hat nichts. Das ist wie Silvester. Das ist alles. Bloß, dass keine Raketen da sind. So, was gibt's denn noch Lustiges hier? Haben wir noch was? Das nehmen wir noch mit. Würde mich ja nicht wundern, wenn das Ding hier gleich in die Luft fliegt. Ja, der hat nichts für mich. Das war nicht schön. So. Dann schauen wir mal, wo wir sind. Den LKW, den können wir nicht zerstören. Gibt es hier drinnen irgendwas für mich, außer Holzpaletten? Das sind natürlich viele, sehr viele. Dann schauen wir halt erst einmal mit dem Fernglas, was wir so alles sehen. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Aha. Die Nazis dürfen die Wrackteile nicht finden. Ich muss sie zerstören. Nur wie? Jojo, die sind markiert. Wieso sind denn die schon markiert? Na, sauber. Nur ist doch schön.
Ja, dann sollten wir uns doch mal langsam rankämpfen an die da. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt einen Cut machen sollten. Wir hätten von hier die Möglichkeit zu schießen. Aber die sind alle da dahinter, ne? Bis auf den hier. Und der hier. Nein. Jetzt kraxelt der da wieder oben drüber. Du, ach Mann, das ist doch so ein Trollkopf. Tja, was bist du da für einer? Nein! Sackelzement aber auch. Warum läuft denn der immer dort oben drüber? So ein Sackelmensch. Okay. Jetzt rennen sie wieder rum hier wie die Geisteskranken hier. Na gut. Der hat also auch keine Lust mehr mitzuspielen. Ja, und wie schaut's mit dir da unten aus? Du magst auch nicht mehr mitspielen, glaube ich. Nein, 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 nein. Jetzt? Nein! Ja, Sack, Zement aber auch. Schönes Kind, jetzt kriege ich aber gleich hier die Wut mit dir. Du Verrecker, du. Wo läufst denn du hin? Ja, wo möchtest denn du hinlaufen? Okay. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn der das jetzt noch einmal macht, wird er disqualifiziert vom Spiel. Oh, das gibt's doch nicht. Na gut. Das war wohl ein Satz mit X. Das lassen wir laufen, das schalten wir nicht mehr aus. Und dann schauen wir doch mal, dass wir uns zu dieser Maschine begeben. Da ist soweit alles safe, ne? Das weiß man aber nicht so hundertprozentig. Da schaut es gut aus. Da schaut es eigentlich auch noch ganz gut aus. Ah, da kommen ja noch welche. Bei dem LKW. Ah ja, okay. Gut.
Wir uns mal abducken. Aber den habe ich verfehlt. Das war natürlich nicht schön. Da habe ich nicht aufgepasst. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Okay. Dann können wir uns jetzt erst einmal der Maschine widmen. Da werden wir jetzt mal eine Sprengladung anbringen mit Zeitzünder und werden uns gleich mal verstecken. Looten werden wir dann später. So viel zu dem Flugzeugwrack. Jo, also dann haben wir das Flugzeug jetzt erst einmal zerstört, damit der Gegner nicht in der Lage ist, hier irgendwelche Erkenntnisse zu erlangen. Und dann werde ich dann mal looten. Und ich mache jetzt hier einen Break. Das heißt, das ist jetzt Ende des ersten Teiles aus der Mission Viadukt Reglinio. Und ich lade euch dann wieder ein zum zweiten Teil. Das Looten werde ich jetzt offline machen. Da braucht ihr nicht mit dabei sein. Und dann sage ich danke fürs Reinschauen. Schön, dass ihr wieder da gewesen seid. Schaut in die Videobeschreibung. Denkt an ein Like. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Teilt den Kanal. Abonniert den Kanal, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert hattet. Und dann sage ich einfach mal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, euer PVB OK.